MOBA Planungsdienst, Anlage 02, H0-Anlage nach Motiven der BLS-Südrampe. Gedanken zur Höhe der einzelnen Ebenen. Diese Infografik basiert noch auf Material zur ersten Anlage des Modellbahnplanungsdienstes. Sie gehört eigentlich gar nicht zu dieser Anlage, aber sie war ein sehr gutes Werkzeug, um die Höhen der einzelnen Ebenen festzulegen. Eigentlich wäre es sinnvoll gewesen, die Schattenbahnhofsebene noch ein bis zwei Gleiswendelumdrehungen tiefer zu setzen, aber das ging aus diversen Gründen nicht. Um dennoch einen passablen Zugriff auf den Schattenbahnhof zu gewährleisten, wurde auf eine Frontblende an den Segmenten verzichtet. Nicht zur Anwendung kommen auch die Stützschuhe, wie sie bei der ersten Anlage verwendet wurden. Aber auch bei dieser Anlage erscheint es mir sinnvoll, die Stützen oben an der Decke zu befestigen. Interessant sind auch bei dieser Anlage die verschiedenen Perspektiven, die man betrachten kann, ohne sich den Rücken zu verkrümmen. Während man die untere Ebene aus der Ballonfahrerperspektive sehen kann, betrachtet man die obere Ebene aus der Preiserleinperspektive. Auf dem gegenüberliegenden Schenkel der Anlage liegt das Beachtalviadukt. Es soll eine hängende Schlucht überspannen. Wie stark diese Schlucht hängt, das hängt natürlich vom persönlichen Geschmack des Erbauers ab. Jedenfalls verschlechtert jeder Zentimeter Schluchttiefe die Zugriffsmöglichkeiten auf die darunter verlaufende Strecke. Was der gangbarste Weg zwischen beiden Faktoren ist, das ist auf der Planungsebene relativ schwer zu entscheiden. Das kann man eigentlich nur beim Bau der Anlage festlegen. Eventuell könnte man die Schlucht sogar so tief ziehen, dass sie ein gestalterischer Teil auch der unteren Ebene wird. Aber das ist nur ein spontaner Einfall, keine durchdachte Idee. Aber eine optische Verbindung von oberer und unterer Sichtebene an dieser Stelle halte ich für durchaus denkbar. Multideckanlage und Segmentbauweise. Multideckanlage und Segmentbauweise? Das klingt ja nach veganer, eierlegender Wollmilchsau. Naja, ganz so schlimm ist es dann doch nicht. Na obwohl, viel komplizierter kann es eigentlich auch nicht werden. Der entscheidende Punkt ist wohl die gedankliche Trennung zwischen primär senkrechten und primär waagerechten Bauteilen. Heraus kommt ein Unterbau, der ähnlich einfach zusammensetzbar ist wie ein IKEA-Regal. Vergessen wir das. Oder sagen wir besser, heraus kommt ein Unterbau, der sich ähnlich flexibel gestalten lässt wie ein IKEA-Regal. Die Holzstützen sind bei dieser Konstruktion dreilagig. Die beiden äußeren Lagen gehen jeweils vom Boden bis zur Decke. Die Lage dazwischen füllt den Raum zwischen den Riegeln, hier grün oder türkis eingezeichnet, aus. Es ist also quasi eine Holzverbindungsart nach dem Prinzip Schlitz und Zapfen. Wenn man extrem präzise baut, bräuchte man, glaube ich, sogar noch nicht mal Schrauben. Einzig die Abstützung der oberen Ebene muss nach derzeitigem Planungsstand verschraubt werden. Wer genau hinguckt, wird an der Streckenverzweigung feststellen, dass der untere Arm unter das Niveau des oberen Riegels sinkt. Das bedeutet natürlich, dass die entsprechenden Stützen, hier orange gekennzeichnet, anders konstruiert sein müssen. Mir persönlich würde dadurch die senkrechte Unterbaukonstruktion etwas zu labil werden. Deswegen würde ich unten noch einen weiteren Riegel auf dem Boden installieren. Genau genommen besteht der Unterbau ja im Moment nur aus vereinzelten Stützen, die noch nicht miteinander verbunden sind. Diese bis jetzt fehlende horizontale Verbindung übernehmen jetzt die Segmente. Das Prinzip von Schlitz und Zapfen hatte ich ja weiter vorne schon mal ausgeführt und hier ist jetzt die grafische Umsetzung davon. Wie bei den vorherigen Grafiken auch, sind die horizontal angebrachten Riegel zwischen den Stützen grün eingezeichnet. Die in orange eingezeichneten Bauelemente sind das gleiche Material wie die grün eingezeichneten Riegel. Allerdings sind sie nicht an den Stützen befestigt, sondern an den Segmenten. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie ich so ein Segment bauen würde, wenn ich Segmente bauen würde. Hier und hier sind die von der vorherigen Grafik bekannten orangen Elemente. Die semitransparente braune Fläche stellt die Grundfläche des Segments dar. In orange eingezeichnet sind die üblichen Materialien in 2,4 x 8 cm. Würde man dasselbe Material für die Versteifung der Grundfläche des Segments nehmen, ergäben sich daraus schrecklich große Resonanzräume. Deshalb würde ich an der Stelle breitere, aber flachere Holzstücke nehmen. Eventuell aus Hartholz oder vielleicht sogar Metallschienen, L-Profile oder sowas in der Richtung. Wichtig wäre in meinen Augen auf jeden Fall, dass Schwingungen der Grundplatte ein möglichst geringes Luftvolumen anregen können. Mit anderen Worten, die Resonanzräume sollen kleiner gehalten werden als bei üblichen Segmentbauweisen. Im Prinzip ist in dem Bild auch zu erkennen, wie die Stützen durch die Segmente in Position gehalten werden. So, kleiner Wechsel der Perspektive. Wir gucken nicht mehr von oben, sondern wir gucken jetzt von vorne auf die Segmente.
bzw. auf die Stützen. Die Farben der bisher zu sehenden Bauelemente sind gleich geblieben. Frisch hinzugekommen sind diese blauen Rechtecke. Sie stellen Stützen dar, die die Segmente nochmal zusätzlich abstützen. In dieser Grafik sind sie nochmal von der Seite dargestellt. Weil die blauen Dreiecke in der bunten Grafik etwas untergehen, wurden sie nochmal durch die roten Pfeile hervorgehoben. Betrachten wir uns jetzt mal die Segmentübergänge von oben. Oben ist die deckenhohe Stütze und unten ist die Stütze, die bis unter die untere Sichtebene geht. Das Grüne mit der Unterbrechung ist der Riegel, der beide Stützen verbindet. Die Unterbrechung ist natürlich nicht real, sie soll nur verdeutlichen, dass die Grafik nicht die gesamte Breite des Riegels darstellt. Und dann sind da natürlich noch die eben schon erwähnten blauen Auflageflächen für die einzelnen Segmente. In meinen Augen sind die wichtig, damit die Grundplatte der einzelnen Segmente nicht die gesamte Last des Segments tragen muss. Ansonsten könnte man die hier orange eingezeichneten Kopfelemente der Segmente natürlich noch mit Schrauben verbinden. Gemeint sind damit aber nicht irgendwelche kleinen Holzschräubchen, sondern richtig massive M8er Maschinenschrauben. Natürlich kann man auch irgendwelche anderen Gewindegrößen nehmen, aber wichtig ist auf jeden Fall, dass sich der Druck der Schrauben bzw. der Muttern durch Unterlegscheiben auf das Holz verteilt. Und wer es ganz auf die Spitze treiben will, der lötet an die Unterlegscheiben auch noch Kabel, durch die der Strom von dem einen Segment auf das andere übertragen wird. Auf diese Art und Weise hat man die mechanische und die elektrische Verbindung zwischen zwei Segmenten mit geringstmöglichem Aufwand geschaffen. Liegt der Segmentübergang natürlich zwischen zwei Stützen, muss man sich etwas anderes überlegen. In dem Fall würde ich die Unterkonstruktion des kürzeren Segmentes ein paar Zentimeter über das Segment hinausragen lassen. Diese Überstände dienen dann natürlich als Auflagefläche für das andere Segment. Nach diesen Ausführungen, die ja die unteren Ebenen betroffen haben, widmen wir uns jetzt mal der oberen Ebene. Im Großen und Ganzen ist eigentlich alles gleich, aber es gibt ein paar Unterschiede. An der Unterseite der oberen Ebene hängt ja die Beleuchtung für die untere Ebene. Deshalb brauchen wir an dieser Ebene eine Sichtblende. Letztendlich soll ja der direkte Blick in die Lichtquelle vermieden werden. Ansonsten sollten die Materialien umso leichter werden, je weiter sie von der Stütze entfernt sind. Ein Blick vom Schattenbahnhof bis zur obersten Ebene. Die Schattenbahnhofsebene. Die semitransparenten Flächen in verschiedenen Brauntönen zeigen übrigens die verschiedenen Segmente an. Die untere Sichtebene. Obere und untere Sichtebene gemeinsam. Obere Sichtebene solo. Da die Arbeiten zur Segmentierung der Anlage doch deutlich zeitaufwendiger waren als gedacht, müssen noch einige Themen in einen dritten Teil dieses Filmes verlagert werden. Dies war ein Entwurf von Thorstens Mobile Planungsdienst. Wer seine Modellbahnanlage auch von mir planen lassen möchte, darf sich gerne an mich wenden. Nähere Infos gibt's auf meiner Internetseite. Die genaue Adresse ist in dem roten Balken hier eingeblendet, ansonsten ist in der Videobeschreibung noch ein Link zu der Seite. So, das war's wieder mal. Den nächsten Film gibt's am Donnerstag, vielleicht auch am Montag. Wobei montags der Termin für Filme in HD oder SD-Auflösung ist. Wenn ihr keinen neuen Film verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal. Klickt nach dem Abo aufs Glöckchen, wenn ihr für jeden neuen Film eine E-Mail-Benachrichtigung wollt. Ansonsten wäre jetzt die Gelegenheit, sich die Playlist zu diesem Film anzugucken. Oder zumindest einen Teil daraus. So, und jetzt mal im Schnellformat. Bewerten, abonnieren, Glöckchen klicken und meinen anderen Kram angucken. Das war's.